Köder auswerfen und dann Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Check. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung, wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Sergeant McDavies! Nenn mich... Schosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation, Kurs auf die Anlage! Roger. Offizier, eine Hand auf den Knopf, wir fangen gerade erst an. Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten 141 sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Ja, ja. Okay.
Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nun Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Akku, Iran. Kartelle, Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Makarov. Verdammte Scheiße! Treffer. Ziel zerstört. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani. Die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Luke McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo, Team.
Sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der Weg ist zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Er weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Graves, was soll das? Nochmal! Los, Johnny! Verschwinde! Sam, geh! Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Dieser Mistkerl. Findet sie!